soeben bin ich in Fondil angekommen. Ich werde hier jetzt starten, das ist im Wattland und in der Nähe von Lausanne. Schöne Ortschaft. Käserei. So, dann möchte ich sagen, lasst euch einfach überraschen von der heutigen. Jetzt habe ich das Dorf Fondil verlassen. Hier im Blick Richtung Lausanne, Genfersee, dahinter sieht man den Jura, hier das Dorf Fondil, da hinten eine ganz schöne Allee, auch nicht mehr so oft. Und etwa in diese Richtung wäre der Neuenburger See. Ich möchte euch jetzt noch auf der Karte zeigen, wo durch meine heutige Wanderung geht. Ich bin heute in Fondil gestartet. Das ist im Kanton Waadt in der Nähe von Lausanne am Genfersee. Die Wanderung führt nach Bergey. Ich durchquere auf dieser Wanderung sehr große Wälder, aber auch über weite Felder mit Blick zum Jura. Den Bachlauf, den ich eigentlich entlang gehen wollte, der heißt Mentou. Der führt zum großen Teil in einem steilen Tal durch und das macht mir unmöglich, diesem Bach so zu folgen, da dort unten fast keine Wanderwege verlaufen. Doch lasst euch einfach überraschen und genießt diese Wanderung mit. Hier in diesem Wald habe ich, wenn ich richtig nachgeschaut habe, den höchsten Punkt erreicht von der heutigen Wanderung. Wobei, ich habe noch etliche Steigungen zu machen. Hier unten entspringt jetzt dieser Bach, an dem ich eigentlich heute einen kleinen Teil entlang wandere. Es geht zum Teil ja hier einfach über Felder, durch Wald. Jetzt habe ich wieder einen ganz schönen Weg, ein Naturweg. Vorher wieder lange Teerstraße und zum Teil auch noch betonierte Straßen. So. Wieder interessante Strecke. Zwischendurch durch den Wald. Dann komme ich wieder auf eine Wiese raus. Hier. Dann geht schon wieder in den Wald rein. Jetzt
schöner Naturweg. Es ist ein verdammt schöner Wald. Abwechslungsreich. Zwischen durch rauf, dann wieder ein bisschen runter. So macht es Spaß zum Wandern. Hier vor einer schönen Schutzhütte. Ich habe einen schönen Rastplatz. Ich habe mich jetzt da ein bisschen verpflegt und gehe jetzt weiter. Meine Begleiterin meldet sich auch wieder. Ist schon ungeduldig. Ich meine dann natürlich mein GPS, das mir den Weg zeigt, wo ich durch muss. Habe ich wieder einen Abstieg. Aber es ist ein sehr angenehmer Abstieg da. Auch wieder auf Naturstraßenwege. Zum Teil auch Trampelpfade. Da unten ist schon ein Bach. Ganz schön. Da unten. So, jetzt habe ich schon wieder mit einem Aufstieg begonnen. Da durch einen Trampelpfad wieder hoch. Zum Teil ist es heute recht heiß. Zum Teil kommt ein Wind, aber solange ich da im Wald bin, geht es gut. Da wieder eine kleine Lichtung erreicht. Dann sieht man noch die Berge, es sind, so will ich sehen, schon französische Alpen. Jetzt da wieder auf einer Tertenstraße weiter. Dieser wunderbare Blick in die Ebene runter da. Schön. Und hinten der Jura. Wenn es mich nicht täuscht, ist fast am Jura hinten, sieht man noch ganz wenig vom See. Ich bin aber nicht ganz sicher. Hinten sieht man eine große Kirche. Hinten der Jura. Könnte auch ganz schön sein, dort oben. Und da unten noch ein Dorf. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen da. Die lustigen Kühe da sind wahrscheinlich schottische Hofangrinder. Da unten hat es viele Pferde am Weiden. So wie es aussieht, komme ich jetzt zu diesem Dorf. Aber ich kann es noch nicht sagen, wie es heißt. Ich werde es dann unten hinschreiben. Sehr schöne Fenster. Man sieht das ein bisschen. Ganz schön.
gesetzte reformierte Kirche, die vorrangige war die katholische. Da hier befinde ich mich in der Kornkammer vom Kanton Waadt. Da schöne Felder. Bis da vorne zum Dorfrand. Schöne Pferde. Ich befinde mich hier in Dornachte. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und zwar ist es da hier das neue Zentrum. Es gab früher weiter vorne noch eine Burg. Bei dieser Burg vorne da ist noch eine kleine Stadt und ein Städtchen, besser gesagt, aber es ist alles schon zweimal abgebrannt und seitdem hat man das nicht wieder aufgebaut und das Zentrum hierhin verlegt. Wunderschön. Diese Rosen, da ist der kleine Garten. Hier sind wahrscheinlich die älteren Häuser. Und da vorne die Kirche. Da unten befinde ich mich jetzt auf dem Boden, wo früher das kleine Städtchen stand. Und da hier oben ist die Burg. Von der Burg ist nicht mehr so viel übrig. Es sind noch ein paar Mauerreste. Das ist alles nicht mehr erhalten. Wurde auch viel hier von der Ruine abgebaut und Steine wurden dann gebraucht für andere Häuser. Da oben wäre also die Ruine. Da unten geht es in das steile Tal runter, wo wir jetzt dann auch runtergehen. Hier sind noch ein paar Mauerreste. Wirklich nicht mehr viel. Endlich habe ich den Talgrund erreicht und bin auch zum ersten Mal bei dem Bach, an dem ich eigentlich heute entlang nachgehen wollte. Aber weil der so in einem Graben verläuft, wie hier, kann ich einen großen Teil leider nicht dem Bachlauf entlang nahe gehen. Schön da unten. Ich habe wieder ein Dorf erreicht. Nach einem steilen Abstieg und jetzt noch einen steilen Aufstieg. Ist da wieder in einem Dorf angelangt. Da ist wieder der Jura. Jetzt kommt nochmal ein Abstieg und dann einmal ein Abstieg. Oben bei diesem Dorf war ich vorher. Da hinten ist eine große Grube. Wird Kies abgebaut.
dort vorne dieses Dorf. Ich hoffe, man mag es sehen von hier. Das könnte, aber ich bin mir nicht sicher, es könnte mein Zielort sein. Oh, da werden Ziegel hergestellt. Unten viele Ziegel. Da hier kann noch viel gebaut werden, bis diese Ziegelsteine alle aufgebraucht sind. Nochmal einen Blick zurück zu diesem Dorf, wo ich hergekommen bin. Bald habe ich mein Ziel erreicht. Geht nicht mehr so weit. Jetzt habe ich wieder zum Glück eine Naturstraße gehabt. Sonst ist es ein bisschen mühsam da zum Wandern. Hat sehr viel Straße und das ist nicht so schön. Aber sonst von der Aussicht her ist es fantastisch heute. Ist wirklich sonst, ja, wäre es top. Oh, noch die letzten Kilometer. Dann habe ich mein Ziel Bege erreicht. Ich hoffe, ich sage das richtig. Sonst könnt ihr mich ja korrigieren. Ich bin nicht so gut im Französisch. So, in diese Richtung. Ja, geht es dann weiter, auch das nächste Mal in der Richtung Neuenburgersee. Und so wie es aussieht, werde ich ihn das nächste Mal dann erreichen. So, zum Resümee noch. War eine schöne Tour von der Aussicht her. Zum Teil wirklich schöne Aussicht. Also Hügel. Leider konnte ich nicht so einen großen Teil am Fluss entlang. Der ist da in einem Tal unten. Das ist ein steiles Tal. Aber soviel ich weiß, ist dann auf der nächsten Etappe besser. Sonst ganz schön gewesen, auch von der Temperatur her, immer ein bisschen ein Wind und das war sehr angenehm. Jetzt sehe ich gleich, dass es da hinten schon Stockwolken gibt, aber die bedrohen mich nicht mehr. Mittlerweile Wiesberge erreicht. Dorf. Da gehe ich jetzt noch Richtung Bahnhof und dann dort habe ich dann ja, mein Ziel erreicht. Ich habe es erreicht im Bahnhof von Verger. Ich habe hier jetzt eine schöne Wanderung gehabt bis hierher. Einfach ein bisschen viel Teer. Große Straßen, dann das macht nichts. So, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Soeben ist die Bahn angefahren, die ich jetzt nehmen werde nach Lausanne. Platz.